Hallo, willkommen zurück zu einem neuen Part von Dark Souls 2 Definitive Edition. Schöne Musik, die im Hintergrund läuft. Und ja, im letzten Part haben wir die Mission, die Hauptquest, Feuer des Berges geschafft. Und wir müssen uns nun quasi das Feuer des Berges haben wir hier wieder reaktiviert. Nun brauchen wir aber auch noch die Tränen des Berges, wenn ihr sehen kann. Und wir haben Erlösung, die Waffe unseres Bruders Streits bekommen. Die schöne Pistole hier. Ja, ich habe kurz mal versucht, Tarnal zu besiegen und ich glaube, ich kann es schaffen. Wenn man ihm so gut ausweicht, dann, obwohl er halt den größeren Power-Input hat, können wir ihn besiegen. Bin ich mir sicher. Ja. Ich bin überrascht, dass du so weit gekommen bist. Man darf sie halt nicht so. Man darf sie halt nie treffen lassen. Immer schön ausweichen und dann. Ich bin schon weit gekommen. Ich habe natürlich dann abgebrochen, weil ich nicht am Aufnehmen war. Aber das war natürlich blöd. Wenn wir low genug sind, dann. Ich bin überrascht, dass du so weit gekommen bist. Der Teleportschlag hat uns eher gefickt. So, der Teleportschlag hat uns eher geschadet, anstatt dass er uns geholfen hat. Aber schaut mal, wie weit wir kommen. Er ist zwar uns weit überlegen, aber er darf uns einfach nicht treffen. Tod ist der perfekte Charakter, um nicht... Ich zeige dir, wie man das macht. Ist der perfekte Charakter, um nicht getroffen zu werden. Diese Schlacht ist noch lange nicht vorbei. Nein, oh, da holt er aus, da holt er aus, der Wichser. Komm schon, zeig mir, was du drauf hast. Oh mein Gott, wie wurde ich... Nein! Fick dich. Boah, jetzt holt er hier die Angriffe. Nein, 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 nein. Nein, nein. Oh Mann, er hat gewonnen. Der Wichser. Kein Reiter kann es mit mir aufnehmen. Ja, ja, du scheiß Wichser, ey. Ich kam so nah ran, ey. Ich bin überrascht, dass du so weit gekommen bist. Ich zeige dir, wie man das macht. Immer schön ausweichen, Schaden verteilen und wieder abhauen. Nicht getroffen werden. Du bist schnell auf deinen Füßen, aber langsam. Float like a butterfly, sting like a bee. Float like a butterfly, sting like a bee. Diese Schlacht ist noch lange nicht vorbei. Schöner Teleportschlag. Können wir uns ganz nah an den Rand begeben und. Oh. Bloß nicht erwischen lassen. Oh, ist doch schön hier. Meine Herausforderung. Keine legendären Gegenstände, einfach nur mit dem Skill hier kämpfen. Komm schon, zeig mir, was du drauf hast. Nein, 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 nein. Och nö! Ein Schlag! Hast du genug von Best? Ah! Ein Schlag! Der Wichser! Der minderwertige Wichser! Nein, ich muss mal schnell schlauen. Schlauen? Mein Güte, schlauen, ja. Wie weit wir im Part sind, okay. Dann weiß ich jetzt Bescheid. Ah, oh, komm. Alle guten Dinge sind drei. Noch ein Versuch, dann werde ich es erst mit Level 5 probieren. Da! Ich bin überrascht, dass du so weit gekommen bist. Diese Schlacht ist noch lange nicht vorbei. Immer schön sie entfernen, mit dem Teleportschlag wieder nah rankommen. Immer sofort ganz weit weg ausweichen, wenn er irgendwie auf irgendeine Weise ausholt. Und dann fällt man trotzdem seinen Schlag rein. Seems legit, ey. Schnell den Heilzeug nutzen, ey, dafür lohnt es sich. So einen formidablen Gegner wie Tane. Och, du Wichser! Ja, komm. Ich nutze alles, was ich kann, weil er definitiv der Schwerste ist. Zeig mir, was du drauf hast! Puh.
Reaper-Gestalt. Die unaufhaltbare Reaper-Gestalt freigeschaltet. Ja, Errungenschaft freigeschaltet, der Reaper. Die unaufhaltbare Reaper-Gestalt ermöglicht es, Tod riesigen Schaden zu versuchen und auszuhalten. Töten Sie Feinde mit den Reaper-Angriffen, um Reaper-Energie zu sammeln. Ich dachte, du könntest nicht mehr hässlicher werden. Haben wir Tane besiegt jetzt? Eine gewonnene Schlacht sollte niemals unbelohnt. Ha! Glück gehabt! Vielleicht bin ich zu alt dafür. Alter ist nicht alles. Du kannst also einen alten Krieger bekämpfen. Doch um dir einen Namen zu machen, musst du schon mehr schaffen. Beitir, Achidna, Argul, sie sind, was wir Erschaffer tot nennen. Töte sie alle. Dann akzeptiere ich vielleicht, dass du der wahre Sensenmann bist. Klingt nach einer Herausforderung. Wenn ich dein Henker sein soll, dann möchte ich mehr von jenen hören, die ich töten soll. Ich werde dir sagen, was ich weiß. Wo kann ich Beitir finden? Beitir und ihresgleichen lebten einst in den Schmiedelanden, jagten uns wie Vieh, als wir die Welt zu unserem Zuhause machten. Eine nach der anderen dieser Bestien jagten und erschlugen wir. Beitir, sie hat sich selbst tief eingegraben und kommt nur heraus, um zu fressen. Ich weiß nur, dass sie eine Bestie aus Feuer und Rauch ist und dass sie ihre Höhle unter der Erde hat. Okay. Was ist mit Ronhold? Einst war Ronhold ein Freund meines Volkes. Warum brauchst du dann meine Hilfe? Unser Wald ist dem Verderben anheimgefallen. Und Ronhold ist ein Wesen dieses alten Waldes. Sie sind miteinander verbunden. Ronhold steckt voller Verderben. Er muss erlegt werden. Schön hier die Questmusik. Selbst ich kenne den Namen Achidna. Warum willst du ihren Tod? Eine alte Schuld. Geschmiedet noch vor deiner Zeit. Alle kennen das Schattenreich von Achidna. Warum reist du nicht dorthin und tötest sie selbst? Ich habe es versucht, fand ihr Reich jedoch in Chaos vor. Die Spinnenfürsten haben ihren Thron in Blut gebadet. Und Achidna war nirgends zu sehen. Ich verbrachte Jahre damit, ihrer Spur im Reich der Toten zu folgen. Und dann geschah dies. Ich kehrte zu meinem Volk zurück und ließ die Schuld unbezahlt. Okay. Erzähl mir von Argul. Ach, ein Verrückter, eine Bestie, die töten muss. Ich konnte die Tat selbst sehen, als der aktuelle Fürst der Knochen sich erhob und den verrückten König der Untoten besiegte. Also lebt Argul nicht mehr? Meine Knochen sagen mir immer etwas anderes. Der alte König lebt, da bin ich mir sicher. Okay. Sehr, sehr interessant, was wir hier alles so in Erfahrung bringen könnten. XX Pause X. Oh, 10.000! Ach du Scheiße. Den Ernteschlag. Das ist mein Lieblingsstück. Natürlich. Konnten wir das nicht schon? Okay. Ja, sind wir jetzt Level 5 oder haben wir die Reaper-Gestalt freigeschaltet, weil wir Tane besiegt haben. Nee, ich bin mir sicher, mit Level 5 kriegt man die Reaper-Gestalt, oder? Ich bin mir nicht sicher, dass wir Level 5 sind jetzt. Deswegen haben wir auch einen Fähigkeitspunkt erhalten. Du bist sogar Stufe 6 geworden? Wie viele EP haben wir bekommen? Okay, wir haben... wir haben mit Level 4 einen Level 9er Typen besiegt, deswegen... Ich glaube, das hat schon ein bisschen massiv EP eingebracht. Ich bin mir sicher, dass man mal mit Level 5 die Reaper-Gestalt freischaltet. Ach du Scheiße, jetzt mal 2 Level. Jetzt können wir auch den dunklen Rächer ausrüsten. 60 bis 72 Schaden. Schon mal okay. 36 Verteidigung und 25 Rückstoßkraft.
Okay, was sind das hier so? Handschuhe. Man sieht krank aus. Und natürlich mit 43 Verteidigung, 7 Kraft, 9 Magie und 6% kritischer Schaden. Schulterstück des Reiters. Das ist Kriegsschulterstück, das ist natürlich unverkennbar. Haben wir noch mehr DLC-Gegenstände? Nein, im Moment nicht, ne? Nee, im Moment nicht. Gut. Dann leveln wir mal auf. Ach, Den ganzen Shit kriegen wir hier mit Level 5. Rage des Grabes erhöht die Chance auf kritischen Treffer bei Angriffen mit Teleportschlag. Könnt ihr richtig den Teleportschlag pushen, oder? Tods wahre Inkarnation erscheint und entfesselt einen Wirbelangriff mit der Sense. Der Feind im Umfeld vernichtet, kostet 200 Zornpunkte. Komm, erstmal Erdlöser Zorn und dann Ernte. So. Schöner Shit, Alter. Wie man da so schön mit Level 4 und Level 9 hat. Bob besiegt und dadurch richtig die mit EP überschwemmt wird. Finde ich super. So, und nochmal schauen, was für Quests wir jetzt haben. Tränen des Berges, Blythe, Ronald, Achnida, abgesetzten König. Wir gehen erstmal raus aufs Feld. Und dann schauen wir mal, wo die ganzen Bobs sind, die wir töten müssen. Wo wir die ganzen Missionen und so haben, den ganzen Shit. Dieser ganz alte Typ da ist auch nicht mehr da. Ach, das sind Krallen. Boah, Alter, richtig schnelle Wichser, ey. Ach, du Scheiße. Das sieht so gut aus. Sieht ja gut aus, Lady. Von heute. Das ist kein Ort für ein Pferd. Mami, das ist kein Ort für ein Pferd. Aber gut, jetzt können wir auch schön die Ripper gestellt lassen. Ich fand's nice. Also, hier, Tane war eine richtig geile Challenge. Die hatte auch Green auf. Oh, wie hieß diese Steppe hier? Egal. So. Ich rate. Ja, beim Schlupf kann man Beitier finden und töten. Die Frage ist, ob wir jetzt nach Main-Quest nachgehen oder jetzt erstmal ein paar Nebenquests, Nebenaufgaben erledigen, ist natürlich die Qual der Wahl hier. Euch fragen kann ich jetzt nicht, weil erst in einer Woche wird dann, ich würde sagen, werde ich nicht warten. So, auf aktiv setzen. Okay, da in der Klageklippe ist Ronhold. Okay. Wenn du da hinten bist, dann holen wir ihn uns. Okay, natürlich kann man wie man es vom ersten Teil gewohnt ist, auch vom Rücken eines Pferdes die quasi Pistole nutzen. Ja, das ist eine tolle Position. Dankeschön. Ja, wow, ja, also super. Und was bringt mir das, dass es hier da ist? Ronald wird jetzt hier nicht. Ronald steht hier nicht einfach rum und sagt Hallo. Er ist natürlich irgendwo hier rum. Na, Klageklippe. Oder wie gesagt, ja, Klageklippe. Klagekippe. Wahrscheinlich ist er irgendwo da drin verschanzt. Das heißt, wahrscheinlich brauchen wir jetzt noch den Schlüssel und die ganzen Fähigkeiten und den ganzen Wichs. Das heißt, den Wichser kann ich noch nicht umbringen. Dann machen wir mal Achnida. Wo kann man denn die Bitch töten? Ach, direkt vom Baum des Lebens, ne? Gut. Den abgesetzten König. Wo finden wir? Genau auf derselben Stelle, super. Das heißt, Blade hier ist extra da beim Schlupf vom verlorenen Tempel, ne? Schön, Mann.
Gehen wir mal erstmal rüber und verfolgen hier quasi Schamanen können die Hauptquest. Folgen wir erstmal die Hauptquest und Schamanen können ist ja auch da drüben, nicht wahr? Ja, ist genau da, wo auch Tränen des. Okay. Hallo? Okay, ist da. Da. Ja, auf dem Weg quasi können wir erstmal zwei Quests da erledigen. Im nächsten Part kann ich ein bisschen über die DLCs sprechen, wie die auch genannt werden. Ich schaue es einfach nach, ne? Schaue es jetzt einfach nach. Quasi, wir laufen eh nur rum, haben nichts zu tun. Kann ich den Schatz für euch nachgucken? Okay, das ist schon Bullshit. Wir haben versucht, das Verderben einzusperren, aber es kam nichts Gutes dabei heraus. So. Was kannst du mir über die Tränen des Berges sagen? Die Gussfestung liegt gleich hinter dieser Barriere. Sie war das Erste, was dem Verderben anheimfiel. Wir haben die Tränen des Steinvaters darin versiegelt, denn wir fürchteten uns vor dem, was passieren könnte, wenn sie sich verbreiten. Wenn ich Aaliyah ihre Bitte erfülle, werden wir es bald herausfinden. Richtig. Und das Reich wird andere Zeiten erleben. Ob rein wie Regen oder schwarz wie Sünde, die Tränen werden diesen Stillstand beenden. Es ist seltsam, wie oft ich dich untätig vorfinde. Ohne den Baum des Lebensreiter bin ich hier genauso gefangen wie du. Ein paar Glückliche konnten entkommen, bevor der Baum verloren war. Zum Beispiel Ultan. Ah, Ultan, wer ist denn das? Ultan, wirklich eine wichtige Rolle im ersten Teil. Und wer ist Ultan? Nur ein weiterer Erschaffer. Hat einen großen Hammer, das ist alles. Als er floh, fürchtete ich mich, ihm zu folgen. Und das war gut so. Und warum? Nun, ohne meinen Witz und meinen Mut würdest du vielleicht noch immer den Kessel suchen. Genau. Wenn du wirklich gehen willst, dann lass dich nicht aufhalten. Die Abenteurerei ist eine wunderbare Sache. Man weiß nie, was man findet. Sollte zum Beispiel eine Rüstung auftauchen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ich sie vor Jahren verlegt habe. Wenn du sie finden kannst, stehe ich in deiner Schuld. Gesucht, gefunden, Teil 2. Und wir sollen auch noch seinen Helm finden. Wir sollen alles für ihn finden. Scheiß Ficker. Tränen des Berges, ja. Alles erledigt. Finde die Gussfestung. Ja, schön, dass wir keine Bomben haben. Und das Game macht wieder einfach Alt-Tab. Und hier ist so eine Medaille. Ja, ja, den scheiß Knallwerfer ab. Das sind nämlich Bomben. Ja. Ich ruhe mich etwas aus. Was für ein Faggot, ey. Mit dieser. Ich ruhe mich aus, weil ich eigentlich nichts kann. Lol. Hier ist auch irgendwas versteckt, ne? Wir sind hier im Schattenkampf. Das ist ein Pferd oder ein Hund? So. Wenn ich das Spiel da eben nur irgendwie ist alles mega. Wenn man Internet nachguckt, sind irgendwie mega nur Faggot-Ergebnisse. Kann ich dann voll spielen bei meiner eigenen. Ich habe ja Darksiders 2 auch die normale Edition mit den ganzen DLCs.
Und da kann ich die Namen der DLCs mal so aufschreiben, vorlesen, was was ist. Was ich glaube, was was ist. Was ich weiß, was was ist und so. Was zur Hölle? Okay. Ach, die Stecher. Warte, wir können jetzt einfach mal den Reflex-Schalter aktivieren. Zack, zack. Und wir haben Ad-Store bekommen. Kehr nach, zur Kanzlerin und fahre nach Meißenstein. Fucking Ad-Store, ey. Einfach die ganze Stiche abknallen. Kannst ja ab. Warte mal. Vielleicht aber diese Pflanze da zerstören. Ja, Stechersaat. Und dann würde man aufhören, hier Stecher zu spawnen. Alter, das Ding ist mega schnell übertrieben, ey. Diese legendäre Zweitwaffe, ey. Ach, das ist scheiße. Ja, natürlich die Stechersatz, wenn man die Stecher aufhält. Macht irgendwie Sinn, oder? Sorry hier für das Faggot-Geräusch hier. Steam-Geräusch. Wir reiten mal schnell zu Tane zurück, damit er uns über die letzte Zutat unterrichtet. So, schnell darüber. Ladevorgang. Und Meißelstein. Was ist mit Meißelstein? So nennen wir den Stein der Wächterkreationen, um genau zu sein. Eine traurige Sache zu zerstören, woran ein Erschaffer so hart gearbeitet hat. Aber es muss getan werden. Du findest eine Wächterkreation im verlorenen Tempel. Viel Glück! Jetzt haben wir so auf jeden Fall eine Erfahrung gebracht, das ist schon mal wichtig, aber unser erstes Ziel ist halt da hinten hinzugehen. Was soll ich jetzt mit dem Handy machen? Egal. Zeit, sieht gut aus im Moment. Ist interessant hier die ganze Scheiße, man so mit Bomben in die Luft springen kann. Oh, what the fuck, Alter, wie der Scheiß einfach respawned ist. Alles ist einfach respawned, euer Ernst. Das finde ich nicht cool. Finde ich gar nicht cool, Blocks nutzen. Sehr interessant. Ich will mal schauen. Die Map gucken. Das ist das Schlagen und Schmiede. Gehen wir mal hin. Scheint nicht irgendwie auf irgendeine Weise weiterzugehen. So, ohne. Und da geht's dann wieder hoch. Mal schauen, bestimmt gibt es irgendeinen Scheiß, den wir dann im Wasser finden können. Oder auch nicht, keine Ahnung. Mal schauen, was wir so finden.
Aber ich glaube, das war eigentlich der Part hier, den ich früher wählen sollte, oder? Keine Ahnung, mal schauen. Ich mache einfach Sicherheit. Besser früher als zu, besser zu kurz als zu lang. Wir sehen uns dann zu einem weiteren Part von Dark Souls 2. Bis dann und adios.